Schwimmbad, etwas, was immer war, es hat immer viel Angebot gegeben im Schwimmbad. Ich kann mich erinnern, es hat mal einen Skateboard-Contest gegeben, also einen Rollbrett-Wettbewerb am Schwimmbadrand. Nachher hat es Saunas gegeben, es hat noch Modenschauen gegeben. Also da sind viele verschiedene Sachen über die Jahre immer wieder passiert, wo man viel Angebot geschaffen hat. Nachher war die Schwimmbadfischbahn immer ein Treffpunkt, wo man sehr flotte Leute getroffen hat. Einer, den man hier, ich nie werde vergessen, war Herr Müller. Der Moritz Müller. Das war ein ehemaliger Journalist. Und der Herr Müller, der hat immer seine Banke gehabt. Er war eigentlich immer da, wenn man im Schwimmbad angekommen ist. Er ist immer mit dem Velo durch Fisch gefahren ins Schwimmbad. Und wenn er da war, ist er vielmal mit Zeitungen oder mit Büchern auf seine Bank geguckt. Und wenn man dann zu ihm rüber ist gegangen, hat er vielmal ein Gedicht in drei Sprachen aufgesagt. Also immer Deutsch, Französisch und Italienisch. Und das ist etwas, was immer sehr schön war. Also es war immer ein Ort, wo man auf interessante, nette Leute gestossen ist. Es war immer eine sehr entspannte Stimmung. Ist immer noch im Schwimmbad. Ja.